Seit die Welt 1973 von der Existenz von Mutanten erfahren hat, gibt es geheime Sekten, die in ihnen eine Art Wiederkunft des Herrn sehen oder ein Zeichen Gottes. Ich habe über eine davon recherchiert. Sie nennen sich selbst Ashir en-Shabanur, benannt nach einem uralten Wesen, von dem sie glauben, dass er der allererste auf der Welt war. Der allererste was? Der allererste Mutant auf der Welt. Diese Hieroglyphen beschreiben eine ganz besondere Macht, größer als irgendein Mensch sie besitzen kann. Sie glauben, er hat die ganze Zeit über gelebt? Ganz genau. Und wo auch immer dieses Wesen war, es hatte stets vier gefürchtete Anhänger, Gefolgsleute, Beschützer, die er mit viel Macht ausstattete. So wie die vier Reiter. Der Apokalypse. Das hat er wohl aus der Bibel. Oder die Bibel hat es von ihm.